Hey Freunde, ich bin's mal wieder, Aizulix, und ja, willkommen zu einem neuen Projekt. Und dieses Projekt heißt Minecraft Kingdom. Ja, es spielt im Mittelalter, und zwar sollen wir hier unser eigenes Königreich aufbauen. Ja, und ich hoffe, dass ich habe mir auch schon so einen passenden Skin hier zugelegt. Ich hoffe, dass das cool wird. Eine wichtige Sache noch zu sagen. Ich werde das Königreich nicht komplett im Überlebensmodus aufbauen. Es wird zu lange dauern, weil mein Königreich soll schon sehr groß werden. Und von daher müssen wir sowas wie Straßen mit Bruchstein oder riesige Paläste, müssen wir einfach nur alle Blöcke, die verbaut werden, freischalten. Also mindestens einmal gecraftet haben. Und dann, oder gefunden, oder irgendwie einfach als Item Inventar haben. Und dann müssen wir, dann kann ich das Ganze selber zur nächsten Folge hin, dann im Kreativmodus bauen. Ich denke, das ist einfach besser so. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Okay, so, wir sind hier am Anfang. Da steht auf jeden Fall ein Lager oder so. Und da ist eine Säule. Okay. Warte mal, da ist jemand. Tom. Okay, Tom hat hier einen ziemlich coolen Wagen. So, was sagst du denn? Hey du, willkommen in Minecraft Kingdom. Deine Aufgabe ist es, dein eigenes Königreich aufzubauen. Ich habe dir für den Start ein kleines Zelt gebaut, aber pass auf, du bist nicht der Einzige, der einen Thron haben will. Okay, was ist das? Oh, hätte man ein Fernrohr, könnte man da jetzt so super ranzoomen. Okay, Tom, danke dafür. Er hat ja auch sein Pferd angebunden. Das hier scheint unser Zelt zu sein. Okay, hier ist irgendwas Komisches mit so. Ah, okay, hier ist so Teppich. Würde ich auch gleich mal meinen Respawn-Punkt setzen. So, was haben wir denn hier so Schönes? Okay, Weizen, Fackeln, Brot, eine Steinspitzhacke, eine Holz. Eine Steinaxt, Schuhe und süße Beeren. Okay, gerne. Werkbank, Ofen. Ah, da ist nichts drin. Okay, zweimal weißer Teppich. Feuerzeug und eine Holzschaufel. Warte mal. Den Teppich können wir dann noch hier hinlegen, ne? Ah, Mist, das liegt am. Ja, gut. Das erklärt das. Es ist dann wahrscheinlich für das Lagerfeuer hier, aber es ist ja nicht Nacht, das heißt, wir brauchen das eigentlich nicht. Okay, hier ist ein Webstuhl. Da haben wir auch schon unser Banner. Der blaue Streifen auf gelbem Grund. Das muss natürlich hier aufgehängt werden. So, super. Wir sind mal großzügig. Und ab sofort ist das hier offiziell ein Wagen von uns. Alles klar. Dann haben wir hier, glaube ich, alles erstmal gesehen. Die süßen Beeren müssen wir anpflanzen, aber so, dass man da nicht immer unbedingt reinkracht. So. Dann würde ich mal zu dieser Säule gehen. Okay. Okay, hier ist ein Dingensstein. Und ein verzauberter Kompass. Leitsteinkompass. Ah, der zeigt immer hier hin. Ah, heißt der zeigt immer dahin, wo das. By the way, ist das ein komisches Dorf da hinten? Also, ich dachte, das wäre irgend so ein Haus, das ist aber nur so ein Block. Dahin werden wir auf jeden Fall nochmal gehen. Dahin auch. Und auch in die anderen Dörfer da hinten. Ja, das ist sehr praktisch, dieser Kompass. Ich würde den allerdings mal lassen. Ich werde ja nicht besonders.
Ah ja. Okay. Warte mal, mit den Drehen. Okay, das ist weird. Jetzt bewegt es sich nicht mehr. Ja gut. Ich kann mir ja merken, wo das Dingens ist. Dann würde ich mir einfach mal das Pferd, was dann diesen Karren zieht, ausleihen hier. So, komm her. Oha, du bist ja richtig schnell. Praktisch. Okay, hier scheint so eine Art Grube zu sein. Wir könnten vielleicht hier so einen Turm hinmachen und... Was ist das? Das ist kein Dorf. Das ist wahrscheinlich hier so eine... Wir können hier so eine Grube hinmachen, dass wir hier einen Turm hinmachen. Und hier so eine Wand, dass man hier reinreiten kann. Das wäre vielleicht ganz praktisch. So, blöd, wir müssen da jetzt springen. Hoffentlich kann dieses Pferd hier gut springen. Nee, nicht wirklich. Aber es hat immerhin keinen Damage bekommen. So. Das läuft jetzt doch ziemlich gut gerade. Höhlen ist ja... Nee. Oh, doch, hier ist Eisen direkt. Warte mal. Das würde ich dann direkt mitnehmen. Weil, es ist so, wir brauchen das einfach. Und wir haben noch nicht mal Kohle. Ich meine aber, ich hätte irgendwo Kohle gesehen hier. Okay, Pferd, du bist nicht abgehauen, warst aber so gut wie dabei. Mal, das Dorf müsste irgendwo da hinten sein. Okay, ein umgefallener Baum, auch ziemlich cool. Übrigens, umgefallene Bäume, das gibt's nur in Minecraft Bedrock, nicht in der Java-Edition. Finde ich cool. So, jump. Ja, mittelmäßiger Springer bis schlecht. Alles klar, das sieht ziemlich cool aus hier. Hier ist nichts. Hallo, du bist Arbeitsloser, du hast keinen Beruf. Offiziell heißen die ja Taugenichtse. Nichts. Ja, das sind immer dieselben hier. Das sollte ein Typ mit einem Schleifstein sein hier. Ja, hier irgendwas, warte mal. Hier ist ein Stall, da kannst du easy rein. So, jetzt kann ich auch wieder zu Fuß laufen. Ah, anderes Haus, aber die haben Karotten. Dann hole ich mir mal hier ein paar. Ich pflanze die auch wieder an. Das heißt, ich klaue sie nicht. Gib mir die Chance, Nahrungsressourcen zu regenerieren. Aber... Hä, wo ist das? Ich sehe es nicht mehr. Dieses komische Haus da, dieser Turm oder was auch immer das war. Was ist das da hinten? Holy shit. Ja, okay, da ist auf jeden Fall ein Geistlicher. Okay, ein Smaragd. War das schon immer so? Kriegte man dafür früher mal nicht Gold? Naja, Smaragde nehme ich gerne und dann können wir zweimal Redstone kaufen. Ja, genau. Okay, oh, der Eisengolem ist da unten. Hat sich aber Mühe gegeben mit der Dorfgestaltung hier. Hier unten sind die Glocken. Das ist Kacke für die Villager, weil die sich ja immer bei der Glocke unterhalten wollen. So, Farmer. Rote Beete. Nein. Nein. Lass mich die Samen einsammeln, dass ich das wieder anpflanzen kann, ja? So wie sich das gehört. Weil das ist übelst kacke, wenn Villager die Samen aufsammeln von den Sachen, die du geerntet hast. Die werden dir die nicht wiedergeben.
Haben wir 12 Roten, 12 mal rote Beete. Mist. Hätten wir uns fast ein Smaragdtier holen können. Nee, du hast nix. Eine Lederbrustplatte. Ein bisschen mehr Brot und ein Sattel. Nehme ich gerne. Ziehen wir die doch direkt mal an. Ja, obwohl das ist kacke wegen diesem. Wegen diesem schönen Kreuz. Naja. Aber wir müssen halt mal gucken, was so geht. Da, auf dieses Haus, da möchte ich hin. Oh, Alter. Da ist mehr rote Beete. Ja, habt ihr das schon mal gesehen, dass da so Seegras wächst? Ich glaube ich noch nie. Nee, so. Können wir auch ein bisschen was für uns abzweigen, aber. Ich meine, rote Beete, daraus kannst du Suppe machen, aber langfristig gesehen. Warst du das der Typ, der es kauft? Ja. Ja. Und sogar nochmal. Geil. Jetzt könnte ich Brot kaufen, aber ich spare mir die Smaragde doch lieber auf. Das ist aber auch weird. Okay, wir müssen jetzt da irgendwie hoch. So, nicht das Pferd vergessen. Soll hier nicht alleine sterben. Der Pferd, genau. aber ist das Ton? Ja, da können wir mit Sicherheit noch was mitmachen. Jo, da ist noch ein Dorf. Actually, das ist übelst geil. Ich dachte eigentlich, dass die Bevölkerungsdichte im Mittelalter nicht ganz so hoch war. Okay, es hat einen Balkon. Dafür, dass es oben hier oben steht, ist es geil. Oh, es ist eine Bibliothek. Ah, leider ohne Loot. Okay. Übelst schlau. Das Dachdingens hier verhindert, dass man runterfällt. Ich dachte, man fällt immer runter. Ja, aber geil, man hat hier so einen Balkon. Leider guckt man nicht übers Dorf. Das wäre so eine Berghütte oder so. Ich finde es gerade wieder nicht. Aber doch, da. Da ist irgendwas. Okay, so. Oh, da können wir rein. Oh, Glück gehabt. Ich freue mich ja immer, wenn sowas passiert. Ja, gut, ne? Ist da oben auch ein Haus? Oder? Nee, sieht nicht so aus. Warte mal, hier. Wir haben das Haus hier noch nicht abgecheckt. Aber in keinem Haus ist eine Kiste drin. Außer jetzt da. Da waren wir. Da waren wir. Waren wir da? Ich guck mal. Okay, aber was Brot angeht, können wir uns ja bei dem Typen noch ein bisschen was an Nachschub kaufen. Ah ja, das sind diese blöden Häuser hier. Und da ist irgend so ein komischer Turm ist da. So, wir müssen da. Ich reite da jetzt mal hin. So. Geh durch den Sir. Ich hasse Flüsse, wenn man mit dem Pferd reitet. Oh nein. Nicht Sneak. So. Ich glaube. Vielleicht ist es auch so eine andere Art von Dorf. Okay, nee, das sieht komisch aus. Oh Mist, hier kommen wir nicht rüber. Warte mal. Ja, Mist. Dann würde ich mal eben das hier austauschen. Wir locken unser Pferd dann mal da vorne hin. Bruh, da ist einfach nur die Hälfte vom Hits generiert. Kommst du dann auch mal? Ja, mit Schieben ist man da ja schneller. Das war jetzt schlecht. Nein, nicht in die Richtung. Nein, und auch nicht in die Richtung. Komm, Pferd. Interessierst du dich überhaupt für meinen Weizen?
Ich mache das jetzt einfach so, dass ich das Ding einfach steuere. Mensch, ey, das überhaupt nicht will, ne? Das ist auch schon wieder ungewöhnlich. Alter, wieso? Deswegen hasse ich es, mit dem Pferd durchs Wasser zu reisen. Oder so an, durch Flüsse generell. Das hier ist ja jetzt eher so ein Sumpfgebiet. So, hier ist jetzt ein Block. Hier sollte unser Pferd noch langsam vorankommen, aber uns nicht abwerfen. Okay. Okay, warte mal. Können wir so hoch springen? Ja, können wir. Okay, das ist ein Pillager-Ding. Mit einem Spawner, so wie es aussieht. Okay, sie schießen nicht auf mich. Das ist weird. Nein! Oh. Nein, du bist so ein Idiot, Pferd. Oh Mist, ich bin so ein Idiot. So, Pferd. Jetzt wehe. Wehe, du. Warum? Wie kann man so blöd sein? Actually, warum schießen die mich nicht ab? So, Pferd. Oh, jetzt habe ich dich an der. Mein Gott, das hätte ich schon so viel früher machen müssen. Okay, sie schießen, sie schießen, sie schießen. Ich habe jemanden schießen gehört. Der auf den Turm schießt. Okay, ich denke, wir sollten unser Pferd hier irgendwo in Sicherheit bringen. Warte mal, können wir? Okay. Wir haben nicht mal ein Schwert. Warte mal. Oha. Okay, das scheint aber sowas wie Barriers zu sein. Okay, was ist das? Smaragdblöcke. Ein Eisengolem, wow. Okay, was ist das? Das ist komisch. Da ist so eine Lücke. Aber können wir? Ja. Komm. Jo, wohin? Wohin schießt du? Kannst du mich überhaupt treffen? Ja. Komm. Gut. Ich denke, wir müssen hier reinrushen. Okay, schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee. Der hat einfach seinen Kumpanen erschossen. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Rennen, 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 rennen. Okay. Sind sie immer noch hinter mir her? Nee, ich glaube nicht. Alter. Das Pferd ist da sicher, glaube ich. Aber. Alter. Junge. Die haben uns ja totgerusht. Da war ein Diener dabei. Und sonst waren das, glaube ich, nur Pillager. Der hat auch irgendwie noch geheißen. Was ist die richtige Form? Ich weiß es nicht. Wir sollten uns auf jeden Fall jetzt erstmal ein Schild craften und ein Eisenschwert. Eisen haben wir ja jetzt. Ich meine, da hinten war noch irgendwo Kohle. Wir müssen Tom auf jeden Fall sein Pferd zurückholen. Wir sagen einfach, sie haben unser Pferd gefangen genommen. Das wird er uns schon glauben. Ich meine, der hat ja irgendwie von denen gewusst, ne? Okay, hier ist ein Gang. Ja. Oha, das ist geil, dass wir hier direkt unter unserem Stützpunkt so eine. Diese. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Okay, hier ist eine Menge Eisen. Passt mal auf, dass der Zombie hier nicht kommt.
Ja, das ist übelst praktisch, weil dieses Ding hier ist ja fast direkt unter unserem Spawn. Vielleicht könnten wir hier unter unserer Base, da könnten wir vielleicht so eine Art Kerker draus machen. Das wäre interessant. Als ob, das war die kleinste Kohleader, die ich je gefunden habe. Okay, aber wir müssen eigentlich das Dorf, was wir gefunden haben, müssen wir zu unserem erklären eigentlich, weil ich meine, das ist ja ziemlich lost. Ich meine, der Golem, die Generierung ist schlecht, der Golem ist gefangen, nicht ganz so gut. Mein Freund, mir leid um dein Pferd. Wo packen wir Baumlöffel rein? Da. Okay, das Wertvolle packen wir mal da rein. Weizen, Samen, rote Beete. Oh, eine Kuh. Warte mal. Hallo, Kuh. Warte mal, kann ich. Warte mal, ich hab doch jetzt Weizen, ne? Warum ist die jetzt gerade verpackt? Wir müssen die Kuh auf jeden Fall einfangen, damit wir Viehzucht betreiben können. So. Oha, Kuh. Du bist cool. So. Damit es dir hier nicht zu dunkel wird, setzen wir hier meine Fackel hin. Alles klar. Alter, aber das ist ja ein richtiger kleiner. Es ist kein Pillager-Outpost. Das ist so komisch. Heißt, in Minecraft Kingdom können auch so kleine Bases von den Pillagern spawnen. Gut, hast du mal was geschafft? Sehr gut. Jetzt brauchen wir Holz. Dann hole ich mir einfach mal den Eichenbaum da. Oh mein Gott, hier wäre Kohle gewesen. War hier nicht irgendwo? Da ist auch noch ein bisschen was. Das ist übrigens cool, dass das hier so ist. Übrigens, diese Bäume hier mit diesen. Ja, die heißen alte Bäume und die spawnen auch nur in der Bedrock-Edition. Finde ich auch sehr cool. Weil man ja sonst immer denkt, dass Java besser ist als Bedrock. Aber in dem Fakt, das finde ich, ist Bedrock schöner. So, wir brauchen ja diese Stämme nicht. Craften wir uns einfach mal. Oh, bruh. So. Craften wir uns mal. Sticks. Nein, das war jetzt dumm. Ich hab's Steuerung gedrückt und das war Kacke. Jetzt haben wir genügend Stöcke bis zu unserem Lebensende. Ja. Nachteil ist halt, wir haben kein Holz. Dann fäll ich mal diesen Baum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der hier sehr hoch sein wird. Nee, es war ein normaler Durchschnitt. So. Da machen. So. Ah ja, essen. Ja, also unter Stockmangel werden wir auf jeden Fall nicht leiden. 48. Okay, seit ich den Steuerungsknopf entdeckt habe, mache ich damit nur Unfug. Okay. Wir holen uns ein Schild. Würde ich jetzt. Ja, noch. Ja, okay. Helm oder Schuhe? Schuhe sind billiger. Haben wir noch eins übrig für ein Ersatzschild, falls wir das dann mal irgendwann brauchen. Okay, Baublöcke war da. Kobbel und ein bisschen Kies kann ich hier gebrauchen, so. So, das kann weg. Gut, dann versuchen wir es jetzt noch einmal. Aber wir sind jetzt definitiv besser vorbereitet. Wir haben bessere Rüstung. Unser Rüstungsbalken hat jetzt schon 3 Punkte. Das ist sehr gut. Aber naja, wenn man überlegt, dass es 20 Punkte gibt. Ja, ich glaube, das Maximum
Kann man auch erreichen, ne? Aber es kann nicht mehr geben als das Maximum. Ich meine, stellt euch mal eine volle Netherite-Rüstung mit Schutz 4 vor. Oder? Schutz 4 ist das Maximum, oder? Oder Schutz 6? Schutz 5? Ich weiß es nicht. Versuchen es nochmal. Okay, da ist der Diener oder Vindicator. Okay. Plünderer-Anführer. Okay, der hat einen Smaragd dabei. Wie ist das? Noch einer? Aber der scheint friedlich zu sein. Okay. Okay, Spawner abbauen. Okay, sehr schön. Das hier scheint mir doch relativ easy noch zu raiden. Hallo, kannst du auch mal treffen? Nee, anscheinend nicht. Okay, Alter, ist das Zeug. Hier. Okay, Spawner. Alter. Danke. Okay, der Spawner abbauen. Okay. Okay. Was ist denn hier? Im Glück können die jetzt nicht viel machen, das sind wirklich Barrier. Nein! Von links. Mist. Ja. Ich will jetzt das heute noch schaffen, dass wir diesen kleinen Stützpunkt zumindest besiegen. Ich habe aber niemanden mit einem Banner gesehen, soweit. Heißt, es wird kein böses Omen-Effekt geben, wobei das ja eigentlich gerade das triggern sollte. So. Da vorne ist es. Übrigens, falls es jetzt zu Verwirrung kommt, das Ding kann nicht natürlich spawnen. Das habe ich selber gebaut, aber ja, gut, ne? Alle Sachen in dieser Welt werden von mir gebaut sein, irgendwie oder irgendwie in einem Zusammenhang sein. Also bitte nicht irgendwie denken, das ist so ein Mod oder so. So fortgeschrittene Mods, dass neue Strukturen generiert werden, das gibt es für Minecraft Bedrock halt nicht. So, Pferd, du bist immer noch da, chillig. Okay, da ist ein XP. Punkt. Okay, hin. Rushen. Anziehen. Okay, eine Axt. Nehme ich gerne. Oh, da ist noch ein weiterer Spawner. Von wo? Der war das, glaube ich. Alter, wie kann ich den hitten? Oh fuck, mein Schild. Ich hab mein Schild aufgesammelt, alles klar. Okay, raus. So, mein Eisenschwert. Gut, den haben wir auch. Ah, ich hätte den Eisenwurm vielleicht freisetzen sollen. Aber ich muss diesen Spawner hier abbauen. Oha, die sind doch nicht so ungefährlich. Hat der Schnellladen? Shit. Okay. Ah ja, jetzt verkackt er auch wieder. Oh Mist. Abbauen. Okay, hier ist ein Amboss. Kann ich den? Ja, Glück gehabt. Okay, du bist nicht eingefroren. So, schön. Den haben wir. Da oben sollte noch einer sein. Okay, ich...
Oha, ich esse mal was. Sind hier noch irgendwo Pillager? Ja, da hinten und da. So. Also, ich hatte den jetzt schon gesehen. Aber. Okay, so. Kannst du mich wieder nicht hitten? Doch, du kannst. Oha, er hat sich selber gekillt. Oh, meine Fackeln. Junge. Was zum. Warum? Wie? Der hat actually einen Pfeil gedroppt. Aber. Ah ja doch, ich kann ihn ansammeln. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Das sind eine Menge Smaragdblöcke. Kann ich die? Nee, ich glaube nicht. Ich lasse es lieber. Okay. Das ist ein guter Loot. Eine Menge Smaragde, aber klar, ich meine, die haben ja auch ziemlich viel geplündert. 5 Erfahrungsfläschchen, 44 Eisenkluppen und eine Uhr. Ich würde jetzt hier warten, dass ich eine Eisendingens habe. Eine Menge. Oh, Mist. Hier waren auch Eisenstiefel drin. 2 Crossbows und 85 Pfeile, ein Illager-Banner und ein Sattel. Ich würde die Illager-Banner. Was? Ich habe noch einen gehört. Hä, aber hier ist noch niemand mehr. Oder? Okay, die haben hier auch ihren Golem. Ich werde den Golem auch gleich freilassen. Ist hier außen noch einer? Nee, hier. Doch. Oh, Mist. So, schön. Das war dann das. Das ist eine Menge Geld, was wir bekommen haben. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Startkapital. Um uns bei den. Übrigens, der Typ hat eine Eisenachse gedroppt, der eine Indicator. Aber komisch, dass der uns nicht angegriffen hat. Okay, hier scheint so der Chef zu sitzen. Das ist dann der Schatz von der Gruppe. Ich frag mich, wo die alle schlafen. Die haben eine Menge Heu. Ich würde sagen, wir übernehmen das vor hier einfach mal. Ah, warte mal, hier sind Barriers, ne? Da kann ich nicht durch. Dann baue ich mich einfach hier hin. So. Weg damit. Weg damit. Und wir ändern diese Banner hier mal ganz schön. So, hier sollte man ja wieder ganz normal hingehen können. Ne? Ich denke mal, so viele Banner müssen wir hier gar nicht platzieren. Ah, hier sind wieder Barriers. So viele Banner müssen wir hier gar nicht platzieren. Der Herr Golem. Bist du schon rausgelaufen, Golem? Nee, der steht da unten. Alter, sind hier. Mann! Ich komme nicht klar, dass ich die Barriers nicht sehe. Ich sehe halt nur die Hitboxen von denen. Okay. Hier war, glaube ich, keiner, ne? Nee, hier war. Ja, doch, hier war einer anscheinend. Der Minecraft-Lock-Abbau-Sound. Ja, gut. Das war mal ein interessanter Kampf. Aber das war noch easy, wenn ich das sagen darf. Weil ich meine, Pillager sind ganz schön schlimm. Vor allem, wenn die supported werden von Verwüstern oder Hexen oder vielleicht sogar noch anderen, weil der Vindicator hat mich einmal fast getötet. Warte mal, wir können uns hier ja eigentlich ein klein wenig. Oh mein Gott, stimmt, ich bin ja so
Wir haben kein Eisen dabei. Aber Eisen-Nuggets. Yes. Okay, das ist gut. Das ist gut. Wir klauen uns hier einfach ein bisschen was davon. Machen uns eine Werkbank. Craften an der Werkbank die Klumpen zu Eisen zusammen. Machen uns eine Eisenspitzhacke. Moment. Das ist jetzt nicht der Ernst. Jedenfalls haben wir jetzt hier unsere Werkbank, die wir mitnehmen können. So. Smaragdblöcke. Probleme halt. Ja, yeah, diese blöden Probleme. Ja gut, dann würde ich eben noch ganz schnell hier auch eigentlich die Folge beenden, weil das ist ja ziemlich cooler Hintergrund hier. Ja, wie gesagt, im nächsten ist, ich versuche das irgendwie jeden. Gucken wir mal, wie das rauskommt. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr aber davon kommen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.